Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns wieder ein Produkt an und packen das Ganze mal aus. Und zwar geht es um die TP-Link Tepo C310. Ja, von TP-Link gibt es schon sehr, sehr beliebte Indoor-Kameras, die C100 und 200, wenn ich es richtig weiß. Und das ist jetzt im Prinzip der nahe Nachfolger oder die Erweiterung für den Outdoor-Bereich. Und preislich liegen wir hier bei ca. 59 bis 79 Euro. Je nachdem, die Kamera ist ganz frisch erschienen, sind im Prinzip die ersten, die in Deutschland versandt wurden und sind auch gerade überwiegend ausverkauft. Daher sind wir ganz froh, dass wir jetzt dieses Modell zum mit euch auspacken und einrichten bekommen haben. Ja, es handelt sich um eine Outdoor-Wi-Fi-Überwachungskamera. Outdoor heißt natürlich wasserdicht. Die ganze Geschichte ist natürlich auch über Netzwerkkabel betreibbar, aber ich denke für die meisten ist eben dieser Wi-Fi-Aspekt recht interessant. Und auf dieser Kamera ist es auch möglich, die Videos und Bilder lokal zu speichern. Wir können hier also eine SD-Karte einlegen, die bis zu 128 GB Größe haben darf. Die Kamera hat eine Auflösung von 3 Megapixel. Dann können wir natürlich auch Bewegungsalarme setzen und Benachrichtigungen über die App bekommen. Vielleicht noch wichtig ist, dass ihr die Kamera über die Tepo App bzw. Cloud registrieren müsst, dass ihr sie überhaupt betreiben könnt bzw. dass ihr eben das Live-Bild auch auf dem Handy anschauen könnt. Ist aber, wie gesagt, auch möglich, trotzdem die Videos nur lokal zu speichern. Ihr müsst es also nicht in die Cloud speichern. Ja, und dann vielleicht noch ganz interessant für den einen oder anderen, wir haben hier natürlich auch ein Infrarot für den Nachtmodus. Und ein Zwei-Wege-Audio. Wir können also übers Handy auch mit den jeweiligen Personen, die vor der Kamera stehen, sprechen und die hören. Ja, sonst würde ich mal behaupten, gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Vielleicht noch, dass es mit dem Google Assistant und auch mit Alexa funktioniert. Und wir können auch auf einem Alexa oder Echo Show das Kamerabild darstellen. Das ist vielleicht auch für einige noch ganz interessant. Genau, ich würde sagen, wir schauen dann gleich mal. Ja, Alexa reagiert natürlich. Ich würde sagen, wir schauen gleich mal rein in den Karton. Von außen gibt es hier nicht so viel zu sehen. Ja, wir sehen halt die Kamera in den verschiedenen Perspektiven. Das Design finde ich persönlich recht lustig mit den zwei Antennen. Erinnert so ein bisschen an ein Raumschiff von Star Wars oder sowas. Ist ganz interessant. Sonst in weiß. Und dabei ist natürlich auch der Wall-Mount, aber ich würde sagen, wir schauen rein, was alles dabei ist. Dankeschön. Ja, diese eingeschweißten Verpackungen sind immer nicht so schön zu öffnen. Der Karton ist auch relativ groß, vielleicht, falls ihr die das andere Video von der vorherigen Kamera geschaut habt, da war alles ziemlich eng und klein. Ja, also ich würde sagen, hier müssen wir einfach aufziehen und dann kommt uns so ein schöner Eierkarton entgegen. Sonst ist da nicht arg viel mehr drin. Dann haben wir einen Quick Start Guide, der ziemlich dick ist, wo ziemlich viel drin steht, wahrscheinlich verschiedene Sprachen. Setup Kamera, nochmal einen Quick Start Guide. In einer kürzeren Version. Dann auch hier eine Bohrschablone. Hinweiskarten. Natürlich das Netzteil. Da schauen wir uns gleich mal an, wie lang das Kabel ist. Das ist wahrscheinlich ein Teil von der Wandhalterung. Darunter versteckt eine Unterlagscheibe in einem Extratütchen. Warum auch immer das nur eine ist. Und 3 Schrauben und 3 Dübel. Und dann hier in Folie eingepackt die Kamera selber. Ja, ich würde sagen, die holen wir da gleich mal raus. Das ist ganz gut verschweißt hier. Das ist ziemlich glitschig. So. Ja, also auf den ersten Blick wirkt die Kamera ein bisschen größer, als sie jetzt auf dem Bild aussieht. Und die Antennen, die sind einfach lustig. Ja, also der Wall-Mount ist schon dran. Wofür das ist, werden wir dann wahrscheinlich gleich noch rausfinden.
So viel vielleicht erstmal zum. Ich drehe es mal so nach vorne, dann sieht man es vielleicht auch schon mal ein bisschen. So. Ja, ich würde sagen, wir machen mal kurz weiter mit dem Netzkabel. Ich packe das mal für euch aus. Wahrscheinlich steht es auch irgendwo drauf, wie lang das Kabel genau ist, aber. Na. Wir schätzen es einfach mal grob ab. Ja, die Kabel von diesen Kameras sind immer ein bisschen störrisch. Aber die sollen ja auch für den Outdoor-Gebrauch sein. Also dementsprechend müssen die vielleicht auch einfach ein bisschen mehr aushalten. Sieht auf jeden Fall nach nicht ganz so wenig Kabel aus. Wenn wir behaupten, 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, boah, 3,30 Meter oder so. Das ist schon eine ganze Menge. Ich glaube, da kommt man schon recht weit. Zur Not gibt es ja immer noch andere Verlängerungskabel. Das hier wird die wasserdichte Kabeldurchführung sein für den RJ45-Stecker, also fürs LAN-Kabel. Vielleicht schauen wir uns gleich mal kurz an, was denn hier an Kabel noch dabei ist. Dann könnt ihr es euch vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Also wir haben hier einen LAN-Anschluss und einen Stromanschluss eben für das Netzteil. Und diese Hülse können wir eben hier drauf drehen. Und da ist auch noch ein Gummi dazwischen, damit dann eben durch den LAN-Anschluss kein Wasser in den Stecker eindringt. Ja, soviel mal zum Zubehör. Ich würde sagen, wir schauen jetzt nochmal die Kamera ein bisschen genauer an. Die haben wir ja nur beiseite gelegt. Ich ziehe auch mal hier die Folie ab. Ja, was haben wir? Wir haben hier vorne Hochglanz. Hier werden Infrarot-LEDs, wahrscheinlich noch ein paar andere Sensoren drin sein und eben das Objektiv der Kamera. Dann haben wir hier die zwei schön designten Antennen für einen hoffentlich sehr guten Empfang. Hier unten gibt es dann ein Fach zum Aufschrauben, wo die SD-Karte rein soll, wo es einen Reset-Knopf gibt. Und hier unten befindet sich der Lautsprecher und hier vorne vermutlich das Mikrofon. Genau, auf jeden Fall haben wir hier alles aus Kunststoff. Also hier ist nichts Metall, das ist wirklich komplett Kunststoff. Auch die Aufnahme hier unten und auch die Wandhalterung ist alles aus Plastik. So, ja, dann vielleicht hier noch die Aufnahme. Da haben wir eben diese Überwurfmutter und dann können wir die Kamera im Prinzip, ja, also wirklich in jede Richtung ausrichten und dann auch durch das Festdrehen des Rings in jeder Richtung arretieren. Ja, ist recht griffig, ist auch recht groß, kein Gefummel, denke ich, ist überhaupt gar kein Problem. Vom Design her, wie gesagt, sehr interessant. Wirkt jetzt aber auch nicht übermäßig billig, der Kunststoff. Also es macht schon einen ganz guten Eindruck. Genau. So. Was jetzt hier fehlt, ist mir zumindest mal ein kleiner Schraubenzieher. Klar, ich denke, jeder hat hat Werkzeug zu Hause. Aber bei der letzten Kamera zum Beispiel, falls euch das im Video interessiert, war für diese Schrauben noch ein kleiner Schraubenzieher dabei. Und was wir hier auch nicht haben, ist ein LAN-Kabel. Wir haben hier wirklich nur das Stromkabel dabei. Das muss man also, sollte man keins übrig haben, auch noch dazu kaufen. Genau. Ja, also erster Eindruck ganz gut. Alles weitere gibt es dann im nächsten Video. Da machen wir dann mal eine Einrichtung, gucken uns die ersten Bilder an und schauen mal, wie die Features so sind und auch wie der Empfang ist vielleicht. Auf jeden Fall einiges und ich hoffe, wir sehen uns dann auch in dem Video wieder. Ja, wenn ihr jetzt noch Fragen habt zum Produkt, irgendwas Spezielles sehen wollt, bleibt auf jeden Fall dran, weil im Anschluss kommt jetzt gleich noch ein kleines Produktvideo, wo ihr die ganzen Zubehörteile und auch die Kamera noch mal ein bisschen näher begutachten könnt. Den Link zum Produkt findet ihr in der Infobox und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, bis zum nächsten Video. Macht's gut und bis bald. Ciao.